Atomabfall aus Obrichheim. Wo muss der gelagert sein? In Neckarwestheim, doch wohl nicht. Im Ernst betrachtet und bei Licht. Castortransporte auf dem Fluss sind nicht zwingend, sind kein Muss. Weder sicher noch gescheit. Und Glück beweist nicht Sicherheit. Am Neckarufer Menschen stehen, um nicht nur weiter zuzusehen, sind zum Widerstand bereit. Dafür wird es auch höchste Zeit. Gegen Wahnsinn mit System lehnt man sich nicht zurück bequem. Wichtig ist, dass man nicht schweigt und im Protest sich mutig zeigt. Ob ein Castor schwimmen kann, wenn er ins Wasser fällt, was dann? Sobald du ihn im Flusslauf siehst, verseuchtes Wasser mehrwärts fließt. ENBW hofft, dass es klappt, bisher hat man nur Glück gehabt. Weil man Gesetze ignoriert ist, Sicherheit nicht garantiert. Glück und Glas, wie leicht bricht das auf, sicheres Glück ist kein Verlass. Wasser fließt den Fluss hinab, ging's gut, war's eher doch nur knapp. Glück und Glas, wie leicht bricht das, worauf ist bei Atomverlass? Mancher fragt vor Ängsten blass, Atomschrott strahlt und strahlt, das war's. Er sagt, wenn so ein Castor schwimmt, der eine sichere Route nimmt, durch Neckarschleusen, unter Brücken vertraut man drauf, der Weg wird glücken, sieht man nicht. Gefahren drohen seit Jahren schon, nicht von Gegnern, Demonstranten, sondern von Stromfabrikanten. Die Polizei schützt den Transport von einem an den anderen Ort, zu einer Atommülllagerstätte, als ob man eine sichere hätte. Man schafft den radioaktiven Dreck aus Obrichheim ganz einfach weg nach Neckarwestheim, als wär dort für Kraftwerksmüll ein sicherer Ort. Ob ein Castor schwimmen kann, wenn er ins Wasser fällt, was dann? Sobald du ihn im Flusslauf siehst, verseuchtes Wasser mehrwärts fließt. ENBW hofft, dass es klappt, bisher hat man nur Glück gehabt. Weil man Gesetze ignoriert, ist Sicherheit nicht garantiert. Glück und Glas, wie leicht bricht das auf, sicheres Glück ist kein Verlass. Wasser fließt den Fluss hinab, ging's gut, war's eher doch nur knapp. Glück und Glas, wie leicht bricht das, worauf ist bei Atomverlass? Mancher fragt vor Ängsten blass, Atomschrott strahlt und strahlt, das war's. Dass ein Landrat widerspricht, gefällt dem Herrn Minister nicht. Der Landrat tut nicht, was man sagt, ein Landrat wehrt sich und er klagt, bis sein Gericht ein Urteil spricht. Der Landrat muss mehr, darf er nicht, auch nicht in Expertisen sehen und dann die Welt nicht mehr verstehen. Minister werden über Nacht zu Atomstrom-Clowns gemacht. Macht verändert, das passiert, man wird nicht zwingend korrumpiert. Ein Zeichen setzt, wer sich erhebt und nicht an seinem Sessel klebt. Sich nicht selbst zum Affen macht, wenn er nur seine Macht bewacht. Ob ein Castor schwimmen kann,
wenn er ins Wasser fällt, was dann? Sobald du ihn im Flusslauf siehst, verseuchtes Wasser meerwärts fließt. Irgendwie wie oft, dass es klappt, bisher hat man nur Glück gehabt, weil man Gesetze ignoriert ist, Sicherheit nicht garantiert. Glück und Glas, wie leicht bricht das auf? Sicheres Glück ist kein Verlass. Wasser fließt den Fluss hinab, ging's gut, war's eher doch nur knapp. Glück und Glas, wie leicht bricht das? Worauf ist bei Atomverlass? Mancher fragt vor Ängsten blass, Atomschrott strahlt und strahlt, das war's. Ein Landrat weiß, dass er nichts weiß, ein anderer glaubt an jeden Scheiß, auch er weiß nichts mit Sicherheit und doch hält er sich für gescheit. Ärzte warnen, Ärzte mahnen mit Recht, das können auch Zweifler ahnen. Warum nimmt man sie nicht ernst? Wie lang brauchst du, bis du was lernst? Als ob ENBW nun wüsst, was jetzt zu tun ist, was man müsst. Man tut, als wüsst man noch viel mehr. Und dass es alles richtig wär, dass man Flusstransporterfahrung hat. Einmal ging's ja schließlich glatt. Ist das ein Beweis dafür, dass Glück auf Dauer winkt auch dir? Ob ein Castor schwimmen kann, wenn er ins Wasser fällt, was dann? Sobald du ihn im Flusslauf siehst, verseuchtes Wasser meerwärts fließt. ENBW hofft, dass es klappt, bisher hat man nur Glück gehabt, weil man Gesetze ignoriert ist, Sicherheit nicht garantiert. Glück und Glas, wie leicht bricht das auf? Sicheres Glück ist kein Verlass. Wasser fließt den Fluss hinab, ging's gut, war's eher doch nur knapp. Glück und Glas, wie leicht bricht das? Worauf ist bei Atomverlass? Mancher fragt vor Ängsten blass, Atomschrott strahlt und strahlt, das war's. Was geschieht, wird registriert, man Menschen kriminalisiert, die sich entschieden lautstark wehren, weiß Gott nicht freudig oder gern, die auch nicht jemand aufgehetzt, die nur begreifen, dass es jetzt der Zukunft ihrer Kinder nützt, wenn man ihr Lebensrecht beschützt. Doch Politik und Industrie sind einig, sich in Harmonie, setzen Polizisten ein, das Land vom Aufruhr zu befreien. Atommülltransport auf dem Fluss, Macht und Staat im Schulterschluss. Und wenn der auch noch enger wär, der Widerstand wächst immer mehr. Ob ein Castor schwimmen kann, wenn er ins Wasser fällt, was dann? Sobald du ihn im Flusslauf siehst, verseuchtes Wasser meerwärts fließt. ENBW hofft, dass es klappt, bisher hat man nur Glück gehabt, weil man Gesetze ignoriert, ist Sicherheit nicht garantiert. Glück und Glas, wie leicht bricht das auf? Sicheres Glück ist kein Verlass. Wasser fließt den Fluss hinab, ging's gut, war's eher doch nur knapp. Glück und Glas, wie leicht bricht das? Worauf ist bei Atomverlass? Mancher fragt vor Ängsten blass, Atomschrott strahlt und strahlt, das war's.